정말 안녕하세요. Guten Abend. Willkommen im koreanischen Mini-Kurs bei der Expolingua. Also kurz stelle ich mich vor. So machen wir jetzt mal mit Folie. Also ich stelle jetzt mal meine Folie, genau. So. Okay, erstmal mache ich mein Programm und dann, also einige können schon Koreanisch gut, aber erstmal stelle ich alles vor, was ich vorbereitet habe. Ich heiße Yushin Ra. Ich habe ein Zertifikat für Koreanisch als Fremdsprache für Lehrkräfte. Ich habe in der Volkshochschule und Koreanische Kulturzentrum gearbeitet. Aktuell arbeite ich in GPB College. Dort unterrichte ich Koreanisch für die Klasse Fremdsprachenkorrespondent und kaufmännische Assistentin für Fremdsprache. Ich bin Autorin von Buch Koreanisch für absolute Anfänger. Das Buch wird nächstes Jahr bei Schmetterling Verlag veröffentlicht. Und ich arbeite auch als Übersetzerin. Heute lernen wir Koreanisch Alphabet Hangul. Wer schon die Kenntnisse über die Hangul hat, es tut mir leid. Also heute Schnupperkurs lernen wir hauptsächlich nur Hangul. Also wissen Sie, wann das europäische Alphabet erfunden wurde? Vielleicht nicht. Das ist langsam, sehr, sehr langsam entwickelt worden. Aber koreanisches Alphabet, darüber kann man ganz genau sagen, wann die Schriften genau also entwickelt wurden. Ganz am Anfang im Jahr 1443, sehr gut, danke schön, Alexa, von König Sejong und seinen Wissenschaftlern wurde Hangul entwickelt. Also früher, also vor Hangul gab es natürlich koreanische Sprache. Aber haben die Koreaner kein Zeichen. Und diese Zeitalter haben die Koreaner chinesisches Zeichen entnommen und verwendet. Aber das war schwer zu lernen. Nur die Adeligen durften diese Schriften lernen. Das hat der König Sejong sehr bedauerlich gefunden. Er hat seine Wissenschaftler aufgetragen, ein Zeichensystem zu entwickeln, dass jeder leicht lernen kann. Also damit die ganze Bevölkerung leicht lesen und schreiben kann. Und koreanisches Alphabet ist eigentlich so ähnlich wie westliches. Das heißt, koreanisches Alphabet besteht auch aus Vokalen und Konsonanten. Insgesamt hat Hangul als koreanisches Alphabet 40 Buchstaben, 21 Vokale und 19 Konsonanten. Das ist falsch. Entschuldigung. Genau, dann sehen Sie so aus: Vokale, so meistens irgendwie aus Strichen, Konsonanten, 19 sehen alle so aus. Also ich erkläre ganz kurz, aus welchem Prinzip die Vokale und Konsonanten gestaltet wurden. Vokale symbolisieren Himmel, Erde und Mensch. So mit diesem Punkt Himmel, mit dem waagerechten Strich die Erde und mit senkrechten Strich Mensch. Also wenn man diese zwei Elemente zusammensetzt, dann kriegt man jetzt einen Buchstaben. Also Sie sehen hier vier Buchstaben, die alle vokalische Laute haben. Also auf diesen vier Grundbuchstaben kann man so weitere Vokale ausweiten, aufbauen, indem man noch einen Strich dazu hinzufügt oder zwei Elemente zusammensetzt. Wobei der Konsonant, also die Konsonanten symbolisieren die Form der Stimmorgane. Also wir haben heute nicht so viel Zeit. Ich erkläre nur kurz,
Also ich sage nur so, je nachdem, wo, in welchem Organ, also wo ein Laut produziert wird, da wurden die Konsonanten so gestaltet. Jetzt kurz werfen wir Augen auf, darauf, was Sie über Koreanisch wissen sollten. Erstens, Koreanisch schreibt man von links nach rechts. Und im Koreanischen ist die Wortstellung anders als deutsche Sprache. Also auf Deutsch sagt man, ich esse Brot. Nämlich Subjekt und dann Verb und dann Objekt. Aber im Koreanisch, die Subjekt und Objekt, die Stelle dafür sind relativ flexibel. Aber der Platz für das Verb ist festgestellt, nämlich am Ende des Satzes. So, man sagt nicht, ich esse Brot, sondern im Koreanischen, ich Brot esse. So, weiter. Konjugation der Verben. Die koreanischen Verben auch konjugieren, zwar nicht nach dem Subjekt. Für ein Subjekt, also gibt es nur eine Form. Also für alle Personen gibt es nur eine Form. Das ist eine gute Nachricht. Sie müssen nicht so mühsam die Konjugation lernen, sondern für alle Subjekte nur eine Form. Aber dafür ist im Koreanischen die Höflichkeitsform sehr entwickelt. Das ist, könnte für die Teilnehmer, also Lernenden schwer sein. So ungefähr so, sehen Sie, ne? Aber die meist verwendete Form ist informell höfliche Form, die meistens am Ende jo endet. Und im Koreanischen gibt es keine Artikel, also der, dem, des, dem, den. So eine Artikel gibt es nicht, sondern Marker. Also mit Marker bezeichnet man den Kasus, also Fall, Objekt, Nominativ, Akkusativ und so weiter, markiert man mit einem Marker, also nicht mit einem Artikel. Das war so allgemeine Tatsache für Koreanisch. Jetzt lernen wir, wie man eine Silbe aufbaut. Ab jetzt ist es für uns sehr wichtig heute, genau, bitte nochmal aufmerksam machen. So, eine Silbe, also im Koreanischen kann man eine Silbe gut ausgrenzen, weil eine Silbe in einem Block steht. Also nicht so nebeneinander wie in alphabetischer Sprache, sondern in einem Block. Und in diesem Block müssen wenigstens ein Konsonant und ein Vokal da sein. Nochmal, also um eine Silbe aufzubauen, braucht man wenigstens zwei Elemente, ein Konsonant und ein Vokal. Nur ein Konsonant kann allein keine Silbe ausmachen. Ein Vokal auch. Allein kann keine Silbe ausmachen. Also wenn Sie jetzt mal diese drei Bilder sehen, das zeigen die Formen der Silben. Es gibt nur drei Formen. Also Konsonant, Vokal, also Konsonant oben, Vokal unten und Konsonant und dann die Vokal umgehen. Diese drei Formen Silbe gibt es. Und jetzt dann erstmal üben wir so Konsonant, Orange, Vokal ist Grünfarbe. So ein Beispiel. So sehen Sie hier eine Silbe. Das ist ein Konsonant, das ist ein Vokal. Also jeder Buchstabe hat eigenen Laut. Dieser Buchstabe hat den Laut N. Und dieser Buchstabe hat auch einen Laut A. So N, A. Das stimmt. Genau. Also Bedeutung ich, das stimmt. Aber wenn wir das auch in einem Zug zusammenlesen, dann na, genau, so liest man eine Silbe. So immer jeweils diese beiden Laute spricht man gleichzeitig aus. So na. Und dann nächste Übung. So erstmal Konsonant, Vokal. So diese Konsonant hat den Laut. Okay, wie vorhin. Und dieser Vokal
hat den Laut U. Dann, wenn wir das in einem Zug lesen, dann heißt, genau, so liest man dann das, das ist technisch No. Also das liest man so in einem Zug zusammen, No. Nächstes Beispiel, hier ein Konsonant, noch ein Vokal, aber dieser Konsonant hat den Laut 0, nämlich das spricht man gar nicht aus. Deshalb nennen wir diese O als Platzhalter. Also einfach ist nur da, ohne Laute, ohne Laut. Und dann nur dieser Strich, dieser Vokal hat den Laut A. Dann wir lesen die Silbe insgesamt mit A. Ist es zu schnell bis da? Oder die Geschwindigkeit? Können Sie folgen? Okay, gut, danke. So machen wir weiter. So, dieser Kreis nochmal stumm, spricht man nicht aus. Aber genau, also alle Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ich richtig ausgesprochen habe. Nazan hat so geschrieben. Nazan, danke schön, der kommt am Mittag. Nazan. Das bekommen wir jetzt später. Darauf kommen wir, okay? Yeah. Also an der ersten Stelle hat das Kreis, also dieser Kreis, den Laut 0. Okay, weiter. Genau. Dann jetzt dann einmal Kreis und dann darunter kommt dieses Zeichen. Das hat, wie gesagt, 0 Laut und darunter O. Dann insgesamt U. So liest man diese Silbe. Jetzt dann dritte Form. Erinnern Sie sich an diese drei Silbeformen, die wir gerade da oben gesehen haben. Jetzt Kreis, 0, Laut und dann diese Vokal hat den Laut insgesamt WI. Kennen Sie das Computerspiel WI? Dasselbe Aussprache. Sie können einfach so Aussprache wie die WI, das Computerspiel, aussprechen. Und dieses Zeichen hat den Laut WI. Dann lesen wir diese Silbe insgesamt WI. So. Bislang, jetzt dann, üben wir weiter. Also hier haben Sie Überblick über die Aussprache für 14 Grundkonsonanten und 10 Grundvokalen. So, üben wir mal kurz. Hier, wenn wir jetzt diese alles Konsonant und dann, wenn wir noch dazu A, Vokal A hinzufügen, dann kriegen wir alle diese Buchstaben, also diese Silben, ich spreche erst aus, dann Sie sprechen nach. Okay, ich lese jetzt mal diese Tabelle mit G, A zusammen, K. K. Und da hier N, A zusammen, Na. Na. D, A zusammen, Ta. Ta. R, A zusammen, Ra. Ra. M, A zusammen, Ma. Ma. So auf diese Weise, Pa. Pa. Sa. Sa. Hier 0, warum? A. A. Cha. 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 Ka. Ka. Ta. Ta. Pa. Pa. Ha. Ha. Das war 14 Grundkonsonanten. Jetzt lernen wir 10 Grundvokale. Erstmal dieser Kreis 0 Laut und dann lesen wir diese Zeichen. A. A. Ja. Ja. O.
diesen Laut gibt es nicht in der deutschen Sprache. Also wenn Sie mal im Englischen das Wort awesome, ne, awesome aussprechen, ich schreibe mal hier Englisches. So, wenn Sie awesome sprechen, dann ist sehr ähnlich wie diese A. A. Ja. Ja. U. U. Ja? Jo. Jo. U. U. Ju. Ju. Diesen Laut gibt es auch nicht in der deutschen Sprache. So, sehen Sie bitte meinen Mund. Ü. Ü. Ist denn so flach? Machen Sie den Mund. Ü. Und die Lippen dürfen nicht nach vorne. So dürfen Sie nicht machen. Ü. Flach. Alles lassen Sie bitte flach. Ü. Und dann, wenn Sie irgendwie so stöhnen, wenn Sie irgendwas ekelhaft oder so unangenehmes Gefühl haben, dann stöhnen Sie. Ü. So ähnlich. Ü. Und dann I. I. Die alle andere Aussprache können Sie so ungefähr ähnliche Aussprache in deutscher Sprache finden. Aber diese O, O und Ü, Ü, sollen Sie ein bisschen noch mehr wiebeln. So, jetzt wiebeln wir. Wie liest man diese, das ist ein Wort. Ich habe extra so ein bisschen so getrennt, so stehen lassen, damit Sie besser erkennen können. Dieses Zeichen müssen Sie hier den entsprechenden Laut suchen. Das Zeichen hier, dann N. Und das Zeichen suchen wir in diesem Feld. Dann, das hat den Laut A. Dann insgesamt lesen wir das mit Na. Genau. Na, nicht U, sondern Na. Und dann diese Quadrat, genau, richtig, das heißt Baum. Und dann diese Quadrat, liest man hier, finden wir hier. Und das Zeichen finden wir in diesem Feld hier. Dann zusammengesetzt Mu. Das heißt, wie schon Alexia verraten hat, Entschuldigung, Alicia. Heißt das Baum. So, dann nächstes Beispiel. So, dieses Zeichen finden wir hier. Und dann noch das hier A, dann ist zusammengesetzt S. Und das Zeichen haben wir hier. Und das Zeichen haben wir wieder auch hier. Das zusammengesetzt S. Danke. Das dann. Genau, das heißt Löwe. Richtig. So, jetzt noch weiteres Beispiel. Bü, schon, das finden wir hier. Und das heißt A. Dann zusammen Ba. Und das Zeichen wieder hier. Und das liest man mit I. Dann Basi. Kennt jemand das Wort? Nein, niemand. Das heißt, genau, Hose, danke schön. Richtig. Richtig, genau, danke. So. Ganz kurz mal, ich schnell überspringe, weil wir nicht so viel Zeit haben. So gehen wir jetzt dann diese Konsonanten als Unterlaute. Ja, genau, Johann, war das? Yeah. Sie sind schon, Sie haben schon ein bisschen Kenntnisse, also sogar gute Kenntnisse, bitte. Für Anfänger ist es normal, ein Anfänger soll jetzt keine Ahnung haben eigentlich, gut. So, jetzt, wir haben vorhin diese drei Formen der Silbe angeschaut.
Das ist kein Problem. Also, das ist eigentlich für absolute Anfänger. Ich hoffe nur, dass Sie heute so Ahnung über Koreanisch kriegen. Dann ist schon erfolgreich. Gut. Wie gesagt, hier haben wir drei Formen der Silbe. Aber jetzt bauen wir auf, also erweitern. Es gibt noch drei weitere Formen, nämlich so. Also darunter können wir immer ein Unterlaut machen. Sehen Sie hier? Ja, Unterlaut, Unterlaut, Unterlaut. So können wir erweitern. Diese Unterlaut, also für diese Unterlaut können, das ist sehr wichtig, nur die Konsonanten kommen. Vokal kann kein Unterlaut sein. Vokal kann nicht in diese Stelle, an diese Stelle kommen, nur Konsonant. Und so eine Konsonant darunter nennt man auf Koreanisch받침.받침. Also diese Unterlaut besteht normalerweise aus einem oder zwei Konsonanten. Und die meisten Konsonanten haben leider, also als받침, eine andere Aussprache als in der ersten Position in einer Silbe. Diese erste Position meine ich damit hier, dass wenn ein Konsonant an diese Stelle kommt, nennen wir erste Position. Also nämlich ein Konsonant an diese Stelle und ein Konsonant an diese Stelle haben unterschiedliche Aussprache. Genau, ich zeige Ihnen jetzt diese Tabelle. Tome, leider kann ich Ihren Namen nicht so bis zum Ende lesen, deshalb, also hier sehen Sie die Tabelle. Diese drei Buchstaben, wenn diese drei Buchstaben an der Stelle von Patim, also an der Unterlautstelle kommen, dann spricht man wie K aus. Und Sie nennen selbe Aussprache wie an der ersten Stelle. Diese Bu sieben Buchstaben, die eigentlich an der ersten Stelle alle unterschiedlich ausgesprochen werden, sprechen sich an der Stelle von Patim alle gleich wie T aus. Alle gleich, diese sieben Buchstaben. Und wenn diese R an der Stelle von Patim, diese Unterlaut kommt, dann spricht man nicht mehr R aus, sondern Ö. Und bei M, selbe Aussprache. Bei B, P werden beide alle an der Stelle von Batim P ausgesprochen. Und denn dieser Kreis an der ersten Stelle hatte kein Laut. Aber jetzt spricht man das aus, also an der Stelle von Batim, Unterlaut, wie ng. So, ein Beispiel haben wir hier na, haben wir noch kein Batim, also kein Unterlaut. Jetzt haben wir ein Batim. Dann diese erste Buchstabe hat den Laut ng, zweiter Buchstabe hat den Laut a und Batim jetzt den Laut m. Und jetzt lesen wir die Silbe. Das heißt, wir sprechen diese drei Laute in einem Zug alles zusammen. Dann heißt Nam. Nam. So spricht man aus. Genau. Danke, Jenny. Und jetzt noch anderes Beispiel. Konsonant, Vokal, Konsonant. Dann jeweils dieser Buchstabe, den Laut. So, dass lesen wir in einem Zug, dann sagen wir, genau, num, so spricht man aus. So funktioniert es immer weiter. Wir können leider nicht alle Buchstaben heute durchgehen, weil wir nicht so viel Zeit haben, aber Sie können im Google oder irgendwie im Internet die Tabelle kriegen, wie welcher Buchstabe wie ausgesprochen wird. Mit dieser Tabelle können Sie theoretisch schon alle koreanischen Schriften lesen. So ist es koreanisch. Okay, also noch ein weiteres Beispiel. Jetzt lesen wir diese Silbe. Also hier drei Feld haben wir links. Vier Konsonant, vier Vokal und dann vier Patim. So, wenn Sie jetzt in dieses Feld
Ja? Sie sind Buchstabe, genau, richtig. Dann, Sir, das Teilchen hat den Laut A. Und jetzt für das müssen wir in diesem Feld suchen. Das hat den Laut. Dann Zusammenhang. Hat das einen Grund, wann... okay, das liest man wie San, das heißt Berg. Jetzt gute Frage. Wann, also jetzt von, leider kann ich den Namen nicht erkennen. Also auf diese Frage antworte ich. Hat es einen Grund, wann ein Vokal unter einem Konsonant und wann daneben? Ja, es gibt einen Grund. Also, diese Vokale kann man in drei Gruppen einteilen. Nämlich, wenn senkrecht und waagerecht und dann gemischt. Senkrecht in dem Sinne, wenn ein längerer Strich da ist, wenn ein längerer Strich waagerecht ist, dann ist es waagerecht Gruppe. Und wenn ein längerer Strich senkrecht steht, dann ist senkrechte Gruppe. Und wenn die beide gemischt da sind, dann gemischt. Also wenn ein Vokal jetzt senkrecht, Entschuldigung, waagerecht ist, dann kommt dieser Vokal darunter. Wenn ein Vokal waagerecht ist, dann, Entschuldigung, senkrecht ist, Entschuldigung, ein Vokal senkrecht ist, dann kommt daneben. Der letzte Laut in der vorigen Tabelle, King auf Englisch gesprochen. Ja, genau, ja. Und Moment, jetzt dann, also das soll leider unser letztes Beispiel sein. Vielleicht, also dann jeweils dann liest man das wie Song. Okay, überspringe ich dann schnell, damit wir so ein bisschen schwierige Aufgabe machen. Also hier zum Beispiel, das G hat diese Vokal U und dann dieser Kreis, jetzt dann in dem Batim, spricht wie N aus. Dann spricht man das wie N aus. Heißt ein Ball. Sehr schnell, genau, in diesem Beispiel möchte ich sie Ihnen jetzt unbedingt zeigen. Also an der ersten Stelle 0, den Laut U und dann, genau, Kleidung stimmt, dieses S an der ersten Stelle spricht jetzt sich wie T aus. Und dann liest man das Ut. Ut bedeutet Kleidung. Also jetzt die Zeit ist so schnell vergangen. Haben Sie noch Fragen? Die Zeit ist langsam schon um. Ich möchte dann vielleicht auf eine letzte Frage antworten. Genau, richtig. Also Senkrechtsvokal neben, genau, Waagerechtsvokal da unten. Genau. Genau. Richtig. Danke heißt, sage ich mal, Entschuldigung, 감사합니다. Danke heißt 감사합니다. Genau, haben Sie so geschrieben. Ja. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Teilnahme und es tut mir leid, das Zeit ist so schnell vergangen, aber ich hoffe, dass Sie trotzdem einigermaßen so Spaß gehabt haben. Okay, dann viel Erfolg mit koreanischem Lernen.